Moin. Moin. Ihr schon hier? Mensch, ihr seid ein paar Tage zu früh. Wir haben euch erst am Dienstag erwartet. Und ist auch schon wieder bescheidenes Wetter hier in Horneburg. Aber wo ihr schon mal da seid, könnt ihr gerne mit uns reinkommen. Also denn. Ja, hier innen drin ist es doch wesentlich angenehmer. Ihr könnt nach draußen schauen. Die ersten Stühle sind da. Ansonsten, wie das immer ist bei einer Neueröffnung, bisschen Chaos. Aber Lea tut ihr Bestes, das in den Griff zu kriegen. Hier vorne könnt ihr schon mal unseren Verkaufstresen sehen. Da könnt ihr dann später einen Kaffee trinken oder ihr könnt ein Kaltgetränk trinken. Aber ihr könnt natürlich auch alle unsere Nordic-Produkte verkosten. Außerdem haben wir auch neu im Angebot den Knallköhm. Den gibt es in verschiedenen Variationen, einmal als alkoholfrei oder als Rosé. Außerdem haben wir die tolle Wattenmeer-Edition mit verschiedenen Labels. Und wir warten noch auf eine Weinlieferung aus dem Schwarzwald vom Weingut Wild, den ihr hier dann auch verkosten könnt und erwerben könnt. Ja, Treppe ist jetzt endlich fertig. Habt ihr beim letzten Mal schon gesehen. Jetzt geht das Licht, alles ist gut. Wir kommen hier runter in unseren Keller, da wo es später bei uns ins Fasslager geht. Werft mal einen Blick hier in unser Fasslager. Bisher nur auf dem Bild, aber wir arbeiten daran. Sobald unsere Türen da sind, die leider nicht geliefert werden konnten, wir warten noch, dann ist hier auch geöffnet und dann lassen wir euch auch richtig zu unseren Fässern. Ihr könnt schnuppern, ihr könnt probieren, das wird geil. Oh, bis hier habt ihr es auch geschafft. Kommt gerne mit rein. Hier könnt ihr unsere neue Destillation sehen. Und am Dienstag, wenn wir unsere Eröffnung haben, fangen wir an, Maische zu brennen. Der Brennmeister wirft da gerade noch mal ein kritisches Auge drüber, bevor es dann in unsere neue Destille eingefüllt werden kann. Die Maische wird dann am Dienstag hier reingefüllt und dann könnt ihr zuschauen, wie daraus ein Apfelbrand entsteht. Jo, wir haben schon Café Duo im Glas und wir probieren schon mal vor, damit wir am Dienstag, wenn wir eröffnen, auch mit euch anstoßen können. Ja. Die richtigen Öffnungszeiten, so wie sich das dann im Februar gestaltet, findet ihr bei uns auf der Homepage oder in dem Newsletter. Wir freuen uns auf euch. Zum Wohle. Zum Wohle.